ich bin gelernter Kfz-Mechaniker, mit Autos kenne ich mich aus. Und die dann auch zu transportieren, das war eine sehr große Herausforderung gewesen. Die Aufgaben, die die Fahrer haben, sind bei weitem größer wie nur auf- und abladen und einen LKW zu fahren. Also was die Fahrer heutzutage hier leisten müssen, ist enorm. Wir unterstützen die Fahrer direkt vor Ort bei der Beladung, versuchen die ganzen neuen technischen Raffinessen den Fahrern beizubringen mit kleinen Tipps und schauen uns natürlich auch viel von unseren Fahrern ab, um das dann wieder auf anderen Plätzen da an Fahrer weiterzugeben. Die wichtigen Punkte sind natürlich, dass der Fahrer erstmal seinen LKW kennt, dass er genau weiß, was wie funktioniert, welche Einstellungen er vornehmen muss, wie er dann seine Rampen einstellt, wie er die Fahrzeuge bewegen muss, welche Richtlinien er umsetzen muss, was der Hersteller uns aufgibt. Und natürlich ein ganz großes Thema ist dann auch am Ende der Beladung die Ladungssicherung. Wir achten natürlich sehr darauf, dass wenn wir beim Beladen anfangen, dass die Fahrbahnen freigeräumt sind. Somit minimieren wir eigentlich das Risiko, die Felgen und die Reifen zu beschädigen. Das bedeutet, dass jeder Fahrer mindestens einen Gurt an jedes Fahrzeug anbringen muss, plus mindestens drei Keile. Bei mir ist so, dadurch ich ja schon relativ lange im Unternehmen bin, kenne ich auch viele Fahrer. Und es gibt unheimlich viele neue Fahrer, wo wir uns dann auch mit den Fuhrpark abstimmen, dass wir da eventuell dann direkt vor Ort sind, die Fahrer unterstützen, ihnen zeigen, wie die Ladungssicherung funktioniert, um das einfach nochmal auch zu vertiefen und zu festigen. Und dann eben, wenn der LKW komplett beladen ist, mit dem Fahrer auch nochmal eine Runde um den LKW geht, nachschaut, ob alles passt und ihm dann eine gute Fahrt wünscht. Und drüben hast du mit Keil gesichert. Ein Gurt, zwei Keile. Das passt. Auch hier oben passt die Ladungssicherung. Das letzte Fahrzeug wird immer doppelt gesichert, das passt auch. Wie lange bist du schon bei Moso? Nicht lange, 21. 21 Jahre, okay. Das hat alles seine Ordnung. Jedes Fahrzeug hat seinen eigenen Stellplatz. Jedes Fahrzeug ist leicht zu finden, dadurch, dass es im System hinterlegt ist, wo es genau steht. Also man kann mit einem Handgriff das Auto rausfinden, wo es ist und dem Fahrer dann übergeben. Wir schlagen jährlich ca. 200.000 Fahrzeuge hier auf dem Platz um. Lagerfläche haben wir für 5.000 Fahrzeuge. Ich betreue zum größten Teil die Fahrer, rede mit denen, wenn sie irgendein Problem haben, wenn sie irgendwelche Ersatzteile brauchen, bestelle ich im Lager und so verläuft dann mein ganzer Tag. Ja, ich sage mal, die Fahrer arbeiten auch, sage ich mal, mehr zusammen, helfen sich gegenseitig. Mal auch beladen, mal zum Gucken, weil manchmal wird es ein bisschen eng. Man kennt sich untereinander, weil die Fahrer regelmäßig da sind und man spricht mit denen. Also das ist eher eine große Familie wie ein laufender Betrieb.